Diese Giga-Liga-Live-Sendung ist wahrscheinlich die mit Highlights am meisten gespickte. Also bleibt jetzt bloß dran. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Giga Liga Live, liebe Freunde. Und ich habe wirklich nicht zu viel versprochen. Wir haben eine mit Highlights nur so geballt volle Sendung. Wie macht das unser schöner Superstar zurzeit immer? Geballt, gebamst in der Bremse oder keine Ahnung was. So in der Tat könnte ich jetzt auch hier schreien, denn wir haben so viele Highlights für euch. Wir beginnen mit Highlight Nummer 1 direkt. On top of the show, liebe Freunde, X-Blaster. Gestern hatten wir versucht, das zu zeigen, wie man da genau reingeht. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Kann mal passieren bei einer Sendung, die noch nicht einmal 2 Wochen alt ist. Möchte ich mal immer noch hier zu bedenken geben. Wir sind doch keine 2 Wochen alt und schon rocken wir das Haus, als hätte es uns immer schon gegeben und wir hätten alle noch nie was anderes gemacht. So, X-Blaster. Ganz wichtig, ihr müsst euch dazu immer erstmal einen eigenen X-Blaster-Account schaffen. Kostet nichts, macht das bei unseren lieben Freunden von BigPoint. Da kriegt ihr das Ganze her. Ich bin da bereits eingeloggt und mit meinem richtigen Login bin ich jetzt auch bereits drin bei X-Blaster und kann jetzt zurückgehen auf Giga Liga Live und werde jetzt hier endlich mal bei X-Blaster teilnehmen. Wir gehen mal drauf, wir sehen schon direkt hier, brauchen wir eigentlich gar keine Lupe für, denn der Button ist groß genug. Mach mit bei X-Blaster und registriere dich jetzt. Okay. Mach ich ja. Klick drauf und jetzt kann es losgehen. Und eben nicht so bin ich bei den guten Freunden registriert, sondern als Gregor GLL, wie denn auch sonst. Ist ja klar. Und meine Login-E-Mail-Adresse ist jetzt für dieses Mal win.spamdeluxe. Ja, ihr werdet staunen. Das bin ich. Ich bin das, dem mir da immer eure E-Mail schreibt. Ich beantworte diese massenweise E-Mail. Und deswegen erklärt sich auch die Frage, warum ich so selten im Forum bin. Ja? Wenn ich so viele Mails beantworten muss hier bei win.spamdeluxe, ist das ja auch kein Wunder. Natürlich nur Spaß, aber die haben wir jetzt verwendet. Anmeldung war erfolgreich. Om. Ich bin drin. Und jetzt kommt das Tolle zum Tragen, was ich gestern bereits erwähnt hatte. Jetzt kann ich hier eine Herausforderung stellen an irgendjemanden. Ich könnte zum Beispiel meinen lieben Kollegen Arno Deluxe, der heute wieder ganz, ganz besonders fleißig war, was er dabei gemacht hat, dazu dann später in der Sendung noch ein bisschen mehr, könnte ich jetzt herausfordern. Da muss er natürlich genauso wie bei allen anderen Spielen das Ganze erst noch annehmen. Und wenn er das dann gemacht hat, dann treffen wir uns einfach hier bei X-Blaster in der Arena. Und dann würde ich dann hier sehen, entweder würde ich ihn selber sehen oder ich würde ein Giga-Duell erstellen und würde dann warten, bis er beitritt. Einfacher wäre es allerdings in diesem Fall, wenn Arno innerhalb von wenigen Sekunden, wenn er es dann überhaupt schafft, ist auch jetzt nur zum Demonstrationszwecken, ein Spiel eröffnet, dann würde ich beitreten. Und dann müssten wir am Ende des Spiels, wenn einer von uns beiden röchelnd am Boden liegt, nichts mehr machen. Kein Ergebnis eintragen, nichts bestätigen, das ist dann automatisch passiert. Ist das nicht toll? Großartig finde ich das Ganze und das ist das erste Riesen-Mega-Highlight für heute. Die nächsten beiden kommen gleich nach der Werbung. Das ist zum einen echte Spitzenspiele bei Karom 3D und dann gibt es noch ganz viele Neuigkeiten für alle Fans von Trackmania Nations. Bis gleich. Zurück bei Giga Liga Live und von einem Highlight direkt zum nächsten Highlight. Wir kommen mal ganz kurz zu den derzeitigen Rankings. Wir sehen bei Trackmania Nations offensichtlich einen Clan, weil die alle dasselbe Logo haben hier. Q Fireball, Chris und auch D-Mike sind 3 unter den Top 4. Die haben alle schon fleißig viele Spiele gewonnen. Übrigens doch kaum eins verloren, sehe ich gerade. Chris hat schon mal 9 verloren. Allerdings Q Fireball in der weiße Weste ebenso wie D-Mike. Ganz kurz, hat auch schon mal verloren, sehe ich gerade. Tervis ist auch noch mit dabei und von Q Fireball haben wir übrigens 2 Replays bereits als kleines Videofile im Artikel zur heutigen Sendung stehen. Könnt ihr mal angucken, er hat da Japan Style gefahren und noch einen anderen von den gestern vorgestellten und in den Download gestellten Fun Racer Tracks. Von daher guckt euch mal an, Q Fireball wirklich ein Meister der Szene offensichtlich, deswegen ja nicht zuletzt hier nach 46 Duellen 46 Siege. Mehr zu Trackmania aber gleich. Gehen wir ein bisschen weiter durch die Rankings durch, gucken bei Titanet mal ganz kurz rein, sehen wer hier führt. Schnell, schnell, schnell. Liebe Seite. Die Seite ist übrigens ab und zu etwas langsamer. Das liegt natürlich daran, dass wir nicht ansatzweise damit gerechnet hatten, dass sich 580.000 Menschen
jeden Tag da anmelden. So, OneMike24 ist inzwischen der neue Spitzenreiter mit 276 Punkten vor Steku, Othoro, Johannes Flöhr, auch noch gut im Rennen. Alle können natürlich irgendwann dabei sein bei dem ersten Grand Slam im Frühjahr. Gucken wir, ob er viel gewinnt, mal schnell rein auf die Rangliste. Hier haben wir einen Dauerbrenner. Tony Soprano führt nach wie vor mit 403 Punkten. Das ist ja ridiculous. 323 hat Adi Prene und Malte Matik 308. Das sind die üblichen Verdächtigen. Die stehen schon fast seit Woche 1 der Giga-Liga da oben mit dabei. Und jetzt gucken wir schnell auf Karom 3D. Da gibt es ja einiges zu berichten. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich nicht mehr in den Top 10 bin, sondern mittlerweile nur noch hier unten auf Platz 19. Ich spiele zu wenig und habe auch heute, glaube ich, 4 Spiele gemacht, davon nur 1 gewonnen, 3 verloren. Zeichen dafür, dass ihr immer stärker werdet. 48 Punkte ist Platz 19. Auf Platz 11 steht der von mir neulich als solcher gekürte Geheimfavorit Gerle. Der hatte noch keine einzige Niederlage. Mittlerweile hat er genau ein Spiel verloren. Und dieses eine Spiel, das er da verloren hat, das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Als Replay, jetzt haben wir nämlich geschickt bekommen, er hat verloren gegen, ich kurz zurückgehen, gegen Quicks, glaube ich. Gehen wir mal schnell auf die Rangliste. Jawohl, gegen Quicks. Quicksy hier, aber eigentlich heißt der Quicks, hat er mir geschrieben, mit 172 Punkten auf Platz 2 aktuell. Der hat ihn geschlagen. Und wie das Ganze aussah, gucken wir uns mal schnell an. In einem Replay zwischen Quicksy und Gerle. Ein schickes Spiel, das wir uns mal eben in Zeitraffer angucken wollen. Noch hat hier, ist es ein Open Table, keine Art was gelocht. Gucken mal eben, was als nächstes drankommt. Quicks am Stoß und er sichert sich die Vollen. Erste Feld. Zweite Feld. Spul mal ein bisschen vor. Dritte Feld. Nein, Feld nicht. Oh, Fehler. Gerle dran. Zack. Normalerweise bestraft Gerle sofort alles. Einmal an den Tisch gekommen und das Ding ist durch. Aber hier muss er einen Kopfstoß, einen Jumpshot machen. Natürlich kann der auch schon mal daneben gehen. Deswegen also zurück die Chance für Quicks. Quicks erst dran. Kurs Mittelloch, Treffer. Nächste geht's. Lilane Ecktasche auch gefallen. Orange Bande hoch, Ecktasche gefallen. Bordeaux Rot, 7, weg. 5, weg. Und die 8 weg. Und ups, schon war's vorbei. Schon hatte tatsächlich Gerle sein erstes Spiel verloren. Gratulation an Quicks dafür, ein ganz tolles Spiel. Und wahrscheinlich hatte dieser Jumpshot, den Gerle nehmen muss, ein bisschen was damit zu tun. Und so hat er den verloren. Wir gehen da mal raus und zeigen ein weiteres Replay. Ein Replay von mir, warum denn auch nicht? Ich habe ja auch noch ein paar Spielchen hier gemacht. Wobei ich sagen muss, dass ich, wie gesagt, wirklich mittlerweile lange nicht mehr zur Creme de la Creme gehöre. Da sind ganz andere weit vorne mit dabei. Aber mir gefiel zumindest mein Finish bei diesem Spiel ganz gut, dass ich gespielt habe übrigens gegen Adex GLL, der jetzt hier am Tisch ist, nicht trifft. Und deswegen darf ich wieder dran. Auch nicht viel los. Am Anfang ein bisschen schleppender Auftakt. Doch jetzt geht's dann endlich los. Alex hat die Vollen, ich habe die Halben. Nochmal vergeigt von mir. Alex ist dran, trifft. Ja, Ecke wieder. Eine. Die nächste. Das war übrigens genauso geplant, tatsächlich, weil die nämlich schön da hinten lagen, dass man das über Carambolage, über Combo als Combo spielen konnte. So, Alex wieder an den Tisch. Versenkt. Hier leider nicht. Jetzt meiner einer. Zack. Zack. So, und jetzt kommt eine Geschichte. Ja, leider nicht getroffen. Wieder Alex zurück an den Tisch. Nicht getroffen. Ich mit der Combo wieder orange auf gelb. Und jetzt spiele ich eigentlich an der Vollen vorbei, dachte ich zumindest. Aber sie hat sich berührt, hat sich bewegt, das heißt, ich habe einen Foul begangen. Deswegen Alex wieder am Tisch. Und jetzt kommt dann aber mein Finish mit Ansage über kurze Bande. Und wir achten darauf. Auf das Tempo der Kugel. Ja? Schön nochmal vorher poliert den Belag, den Filz. Weg ist er! Haha! Ja. Das waren auch bessere Zeiten. Heute sehr viel schlechtere Spiele gemacht. Apropos sehr viel schlechtere Spiele gemacht. Wie wäre es denn eigentlich jetzt, liebe Freunde, wenn wir jetzt ein Spielchen machen würden? Hat jemand Lust? Blöde Frage eigentlich, ne? Ist der Papst katholisch? Ich logge mich mal schnell eben ein, liebe Freunde. Dann seid am besten jetzt schnell auf dem Sprung bereit, denn ich komme jetzt sofort online und werde einen Raum eröffnen und dann mal gucken, was passiert. Erstmal natürlich 8-Ball, zack, zack, zack. Ich kreiere einen Raum, der heißt dann Giga-Liga Live. Giga-Liga ist jetzt doppelt gemoppelt, deswegen machen wir mal kurz ein L wieder weg.
sonst ist es ja nicht korrekt. Und ich create das Ding. Und natürlich ohne Passwort. Und jetzt könnt ihr da reinkommen. Ich werde irgendeinen auspicken dann, der gegen mich spielen kann. Ohne das Ganze jetzt vorher mit Passwort verschlüsselt zu haben oder ohne Invite und alles. Serval ist da, Hülse ist da, PSP-Basti ist da. Ne? Red Rap, GG, wer ist denn alles da? Kommen eine ganze Menge Leute rein. Gegen wen spiele ich denn jetzt? Gehen wir mal die Platzierungen durch. Wer ist denn in der, schreibt mal alle eure Platzierungen jetzt gerade rein. Hier unten in das Chatfenster. So, reinschreiben schnell Platzierungen in der Giga-Liga, wenn ihr so wisst. Ganz neu, 18, Serval. Ja, Serval habe ich eben schon gesehen, der hat schon eine Menge Spiele auf dem Konto. Ja, lass uns gegen Serval spielen. Alle anderen jetzt eben raus, seid mir nicht böse. Nehmt das nicht persönlich. Wir starten das Spiel Serval jetzt gegen mich. Schön am Strand-Setting. Das ist doch mal nett. Jetzt hoffe ich nur, dass das Ganze schnell geht und vor allem, dass ich nicht wieder hauen muss. Denn wenn ich haue, dann passiert gar nichts, leider. So, Gott sei Dank haut der andere. Serval haut, viel Spaß. Muss jetzt nicht immer tippen. Ich kann es ja auch einfach sagen. Da fällt eine volle. Aber die halben liegen auch nicht schlecht. Von daher ist mir egal, dass er jetzt die vollen hat. Dann sieh mal zu, Serval. Natürlich zählt das Match jetzt auch, ne? Ich hoffe, ihr könnt es noch zu Ende spielen. Aber so wie ich Serval einschätze im Ranking und alles, ist das einer, der das durchaus, hui, kleiner Anfängerfehler, der das durchaus hinkriegen könnte. So, die Grafik ist bei mir übrigens total verzerrt. Das liegt daran, dass ich jetzt hier im Vollbild spiele, damit ihr es alles auch schön im Vollbild sehen könnt. Gucken wir noch alles hier mit im Raum ist. Sind sehr viele Leute. Natürlich ist ein kleines Problem, dass so viele Leute hier, das kann man übrigens F3 sehen, drin sind. Das heißt, wenn einer von denen eine schlechte Verbindung hat, dann laggt das Ganze jetzt mordsmäßig. Ich hoffe mal, wir kriegen es einigermaßen in den Griff. Moment, wie habe ich das vor? So, dann müsste eigentlich die 15 da hinten fallen, ne? Ja, schauen wir mal. Ich hau einfach mal Druck. Ja, wie gedacht, die 15 fällt. Die lag ja auch schon fast drin. Ja. Ich bleib am Tisch, weil eine von meinen ja nun mal auch gefallen ist. Hallo, das laggt wieder. Laggedy-lag-lag. So, da geht's schon weiter. Jetzt aber schnell. Die Musik geht irgendwann in Fleisch und Blut über. So, nicht gerade die beste Ablage geschaffen, im Gegenteil sogar. Kriege ich dahin die Orange angespielt? Ich kann es nicht sehen, weil es wirklich sehr verzerrt, die Grafik. Das weiß ich, ob ihr das zu Hause auch sehen könnt. Da ist es schön, so würde ich gerne spielen, aber ich habe hier keinen 16:9 Rechner hier gesehen, wie es da wäre. Von daher alles ein bisschen gestaucht. Aber ich sehe gerade, ich kann die 13 spielen. Ja, das ist ja ein Traum. Ja, dann ist ja alles in Butter. Dann können wir da erstmal schön draufsemmeln. Hua! Was? Was? Was ist denn da los? Die war doch schon drin. Hm. Naja, ich grüße mal eben die Runde der ganzen Zuschauer. Da gucken nämlich noch zu. VR Blub, Giga 009, den ich eben gespielt habe und verloren habe, gegen Billy Pons, Snickers, Destroyer, Janimotik und RCC-Fan. Und Fraggy ist auch mit dabei. So. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Leider. Und ich hoffe, wir kriegen es zu Ende gespielt. Servus. Wie sieht's aus? Da laggt wieder einiges ganz doll. Schade. Das ist ein bisschen das Problem, wenn so ganz viele Leute mit dabei sind, gerade im selben Spiel und einfach nur spectaten. Ich finde es ja schön, dass man das kann. Das ist erleichtert das Ganze auch für uns sehr, dass wir immer schön mal auch mal reingucken können bei Spielen. Aber manchmal ist es auch hinderlich, wie jetzt gerade zum Beispiel. Deswegen Serval kann jetzt erst stoßen. Die ganze Zeit, die ich hier dumm rumgelabert habe, hatte er keine Zeit und keine Chance zu stoßen. Den hat er schön reingesenkt an meiner grünen halben vorbei, aber die weiße fällt auch. Q-Ball weg, das heißt Ball in Hand für mich. Und ich kann wieder eine Combo versuchen. Werde das auch machen mit der blauen, orangen und der grünen. Sobald ich denn jetzt da hinkomme. Ich komme leider jetzt nicht hin. Ah, jetzt ist es soweit. So, hinlegen. Wir müssen noch angucken. So, warte mal. Die blaue auf die. Müsste eigentlich klappen, ne? Warte mal, ich kann das so machen, dann geht diese. Ach, ich stoß jetzt einfach. Herrschaftszeit nochmal. So. Geht doch. Geht doch! Weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Zap. Auch weg. Da, jetzt soll ich nochmal küssen können, die beiden. Wie sieht's hier aus? Snackna, schön. Das war so gewollt. Nee, ist klar. Ist klar. Einer im Text. Die fällt jetzt bitte auf.
Oh, fällt doch nicht. Aber wenigstens liegt so schön. Ha! Ja klar. Na klar wollte ich das so. Was ist das für eine Frage? Mein Gott, diese Ungläubigen, das sind alles kleine Thomasse. Was das zu bedeuten hat, lest die Bibel. Würde ich gerne über Bande reinsetzen. Mittelloch wird schwierig, oder? Weil die Eins da, oder liegt die Eins? Guck mal aus der Top-Ansicht mal an. Nee, könnte gehen, meiner Meinung nach. Also guck mal nochmal. Mitteltasche mit ein bisschen so. Könnte es funzen. Ja, von wegen. Aber, naja. Ich hätte die Weiße in die Ecktasche machen müssen, sagt die Regie. Der Cueball, ja, den kann man immer einsenken. Einlochen oder versenken. Aber das bringt nicht so viel. Irgendwie. Die bleibt doch nie weg, die kommt immer wieder raus. Weiß auch nicht wieso. Schöne Kombo hier von Serval. Schickes Ding. Sehr schön. So, weiter jetzt. Beide nur noch drei bzw. zwei Kugeln auf dem Tisch. Ja, hätte fallen können, fällt aber nicht. Hast das Loch aber schön zugepackt. Das heißt, ich kann ja schnell hier die blaue wegmachen und dann mal gucken, wie es weitergeht. So, dass nicht alles so verzerrt wäre hier, dann wäre es auch echt einfacher. Ich muss jetzt einfach mal so ein bisschen schätzen. Hat geklappt. So, und noch die, was ist das, die 11? Ja, die 11. Ja, auch über Bande, würde ich sagen. Kommst du da? Sag, komm, sie komm. Immer so. Yes, sir, Ray! Weg ist sie! So, natürlich, die 8 ist nicht so die Bombenablage gewesen. Was machen wir damit? Trotzdem vielleicht dahin gehen, wo seine Grüne liegt? Oder über Bande versuchen hier unten rechts? Das machen wir! Wir machen Bande unten rechts! Bande unten rechts! Mehrheitsfähig am Schluss, jawohl. Ja, machen wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Ah, Freunde. Oh, Freunde. Ha, Freunde. Serval, danke schön für das Spiel. Vielen Dank, liebe Freunde. War ein schönes Spiel. Serval, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir tragen es gleich noch ein mit Invite und allem drum und dran. Jetzt kurz ein bisschen Pause. Danach sehen wir mit dem dritten Highlight des Tages zurück. Und das geht um Trackmania Nations. Bis gleich. Ich habe euch zu viel versprochen. Erstmal Highlight Nummer 1, X-Blaster läuft jetzt. Highlight Nummer 2, ein richtig schickes Match, mehrere schicke Matches bei Karom 3D. Und jetzt kommen wir, und ich sage es mit großem Stolz und Freude, zu Trackmania Nations. Wir haben endlich die Server ins Netz gestellt. Das heißt, natürlich könnt ihr längst auch unter euch selber fahren, selber Server aufmachen und dann im Internet Trackmania Nations spielen. Das passiert ja auch schon. Uns gäbe es ja nicht bereits Leute mit 90 Punkten an der Tabellenspitze in der Trackmania Nations Rangliste, aber jetzt haben wir auch noch ein paar Server für euch reingestellt, auf denen ihr euch treffen könnt, falls ihr denn selber keine Server aufstellen könnt, kann ja auch mal passieren. So, das ist das Passwort für mich, jetzt gehe ich mal rein ins Internet und guck mir dann direkt mal an und suche unsere Server. Wir haben 5 Server insgesamt. Ja, ich fahre noch mit der Stars and Stripes, kann ich auch mal irgendwann ändern. So, da sind nicht allzu viele Server offen, das ist ja lächerlich, aber die haben auch eine andere Zeit im Tag gerade. Show all Servers und wir gehen mal in die Deutschen. So. Mach mal so. Und dann guck mal, was alles da ist. Wir haben zum Beispiel hier eine Menge Server gerade da. Schauen, was da alles ist. Noch sehe ich keinen von uns. Kommt aber sicher gleich. Ganz bestimmt sogar. Ich weiß es. Ja, wo denn? Verdammt. Also, hier haben wir 5 Server, die offensichtlich irgendwo nach hinten gerutscht sind. Und davon ist Server 1. Unser Spaß-Server. Und die anderen 4 sind Server, auf denen ihr euch zu zweit treffen könnt. Nur natürlich könnt ihr da auch reingehen und könnt da fleißig zuschauen. Sind alle weg. Nicht blöd. Mach mal Refresh. Guck nochmal. Sieht einer hier irgendwo drüber gerade einen Giga-Liga-Server? Giga-Liga-Live-Server? Oder bin ich hier der Einzige, der blind ist? Giga-Liga-Live nur eins. Da ist einer. Ihr seht, Time Attack. 2 sind drin. Ach, 2, das ist sogar genau der, den ich jetzt gerade brauche. Da gehen wir jetzt schön drauf. Giga-Liga Live 01. Das ist nämlich der, ab dem haben wir Platz für 30 Leute. Da können wir jetzt lustig, popustig alle zusammen spielen. Habt ihr Lust? Ja.
Gut, dann machen wir das Ganze jetzt, gehen direkt rein. Die anderen Server, Liga Live 02, 03, 04, sind allesamt Server, denen nur zwei Leute drauf können, um eben dort ihre Matches zu fahren. Das heißt, es können mehr drauf, es können mehr Leute spectaten, zuschauen und dann könnt ihr euch ein bisschen absprechen. Es gibt da die Talk-Funktion, die Chat-Funktion. Falls ihr sie nicht kennt, einfach einmal Slash, also sprich Shift 7, Slash Leerzeichen und dann könnt ihr lostippen und dann euch verabreden, wenn einer gerade drin ist und einer gerade fährt gegen den anderen, dann wartet vielleicht ganz kurz, redet ein bisschen, sagt so, danach sind wir dran. Irgendwas in der Art, ihr werdet da schon einig werden. Und natürlich könnt ihr auch nach wie vor im Comments-Fenster unter dem Invite einiges austauschen. So, ich join jetzt mal diesen Kurs. Too many players, ja. Ha. Schönen Dank auch. Habe ich jetzt so lange hier geredet, ohne vorher zu joinen, dass ihr alle schon vor mir rein seid. Das ist halt ja toll. Habt ihr ja fein hingekriegt. Aber eigentlich... Nee, jetzt geht's. So, und mal gucken, wer hier alles rumheizt. Ich weiß gerade gar nicht genau, welchen Tricky Track wir hier haben. Nochmal in Erinnerung, zwei von den gestern reingestellten Tricky Tracks, nämlich Japan Style und noch einer Sticky, Tarmac Sticky, glaube ich, ist bereits schön gefahren worden, bombenschnell gefahren worden von unserem derzeit aktuellen Tabellenführer in der Track Mania Nations Rangliste von... Fireball, Q-Fireball, irgendwie sowas, Q-Fire. Guckt's einfach mal nach, das Video ist online für euch. Und jetzt geht's hier hoffentlich gleich los. Und dann gucken wir mal, gegen wie viele Leute wir hier spielen. Die Musik höre ich schon, das ist ein gutes Zeichen. Ach, wir fahren sogar den schönen Sticky Tarmac-Kurs. Den mag ich sehr. So, da fahren schon ganz viele Leute rum. Und ich guck mal, ob das Ganze hier mein Rechner auch packt. 2, 1, 0, ich fahr los. Und es sind noch viel mehr Leute mit auf der Strecke. Den Start einigermaßen passabel genommen, wenngleich auch nicht gut leider. Und hier ist eine Menge los. Schönen Gruß an alle Mitfahrer. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen erkennen, wer alles mit dabei ist. Ich sehe nur gerade, die Bestzeit wird gehalten von Ladunius GLL. Jetzt werde ich gerade überholt von Kampfsau GLL. Das liegt daran, dass ich den Start verhunzt habe und deswegen auch diesen Sprung nicht hinkriege. Das ist jetzt im Grunde schon alles hin. Ich kann jetzt schon Enter drücken, denn dieses Speed, das ich jetzt nicht habe, kriege ich auch nirgendwo mehr aufgeholt. Auch nicht durch diese kleine Beschleunigung hier. Aber ich fahre es mal zu Ende einfach, um hier einfach mit dabei zu sein. Bei allen anderen. Ich fahre durch die Röhre. Flieg gerade ein bisschen. Crank joined the game. Willkommen Crank. Oli GLL joined the game. Schön, dass ihr alle da seid. Ich fahre das Ding jetzt noch eben noch zu Ende. Hier wird auch fleißig unten im Chatfenster gepostet, das ist schön so. Und ich fahre natürlich, habt ihr es gesehen, gegen die Zielsäule. Ich voll Pfosten. So, einmal nochmal fahren. Hier starten wieder alle. Jede Menge los. Jede Menge Action. Wieder den Pfosten erwischt leider. Ja, und jetzt ist auch die 5-Minuten-Zeit vorbei. Bra at TMN, Racefox GLL hat gewonnen mit der Bestzeit. Tony Mahoney, zweiter Ladunius GLL, ist also noch abgefangen worden. Auf Platz 3 und die bekommen jetzt alle hier fleißig Punkte. Und es würde gleich weitergehen. Saronaldo winkt noch, Lord Robix freut sich, Giga-Fan ist da, Dark Saphir. MBC möchte, dass ich deinen Namen nenne. Tue ich nicht, MBC. Werde ich nicht tun. Kannst du lange drauf warten. Ja, das also unsere Server. Natürlich könnt ihr nach wie vor gerne eure eigenen nutzen, aber wir haben euch jetzt auch 5 ins Netz gestellt, den ihr rund um die Uhr immer schön spielen könnt. Und ich glaube, ich muss nach vorne gehen. Ja, ich muss nach vorne gehen, ist ja gut. Schade, schon wieder vorbei. Manchmal geht's wirklich ganz, ganz schnell. Aber heute geht's ja noch lange, lange weiter. Denn um 22 Uhr beginnt Giga Games die Geburtstagssendung. Um 0 Uhr wird Giga 9 Jahre alt. Natürlich ist da nicht nur die Sarah dabei, auch ich bin dabei und ganz viele andere werden dabei sein. Und wir können uns alle schön gebührend feiern. Also bis dahin, jetzt geht's weiter mit Late Nights. Bis morgen. Ciao.